DTM gastiert hier am Sachsenring. Man hört es auch, Rennen-Action ist auf jeden Fall schon am Gange. Und ja, ich sitze hier im großen D und ich zeige euch mal unseren wunderschönen KW-Stand. Station Nummer 1, Tracktime Race Room Pavillon. Und hier sehen wir auch schon das Schmuckstückchen, den Free Motion from Sim to DTM Edition. Wir sehen hier das Branding und hier unten auch vom der Startnummer 9 vom GT3 R Porsche vom Tim Heinemann. Danach ist das ganze Gestell hier nachempfunden. Also ihr könnt vorbeischauen, euch hier registrieren, mit dem Ding kostenlos fahren. Super geile Gaudi, macht mega Spaß. Hier sehen wir die wunderschönen Usher Racing Wheels. Die sind beide schon sehr, sehr bewährt und lange auf dem Markt. Aber wir haben natürlich auch neue Sachen dabei. Und zwar das neue McLaren Usher Racing Wheel, was man sieht mal hier, zeitnah Q3, Q4 in diesem Jahr noch auf den Markt kommen soll. Man kann es komplett anfassen, man kann es testen, die Schaltwippen ziehen. Hier dann das Ganze einmal ohne Display, also auch zukunftsorientiert hier am Stand unterwegs. Und ihr könnt alles anfassen, alles testen und euch auch natürlich beraten lassen. Hier steht es, vom Sim to DTM, das ist der Name, das ist ein Gesicht dazu. Er ist auch an beiden Tagen, Samstag und Sonntag, jeweils vormittags am Stand für euch da, Autogrammstunde. Ihr könnt Fotos mit ihm machen, ihr könnt ihm Fragen stellen. Und ja, er lächelt, er grinst, tue ich auch. Könnt ihr auch machen, wenn ihr hier vorbeikommt. Kommt am KW-Stand vorbei und trefft euren Lieblingsrennfahrer. DTM eSports Zelt hatten wir die letzten Veranstaltungen auch schon jeweils mit dabei. Heute hier Fans gegen Lauren Heinrich, also ein realer DTM-Fahrer, wird ungefähr um 17:30 hier auftauchen. Und das geht auch am Red Bull Ring. Das ging bis jetzt jedes Rennen. Samstag hier im DTM eSports Zelt sich qualifizieren und dann vielleicht einer der besten 8 sein und gegen den realen DTM-Fahrer fahren. Tim Heinemann, heute ist hier was hier. Das Zuschauerrennen ist super. Wir machen ein Jetzt sehe ich neue Fahrzeuge. Ja, Beat the Pro, war richtig cool dabei zu sein, mein erstes Mal. Bin ein bisschen spontan reingestiegen, nicht so viele Runden zum Vorbereiten gehabt, aber gut, die Strecke kenne ich vom echten Fahren, von dem her nichts Neues für mich. Hat gut geklappt, Pole und Sieg, hat mich gefreut. Die Konkurrenz war stark tatsächlich. War ein cooles Rennen und freut mich da, ein bisschen näher an die Fans rantreten zu können. Probably the best way to really engage with the fans and really drive against them and show them what we can do. Even though it's not quite the real thing, obviously, it's always nice to interact with the fans and really drive against them. I think that's obviously, they can't drive a race car on the racetrack, so that's as close as we're going to get. Simracing ist natürlich prädestiniert dafür, einfach für diese Offenheit. Jeder kann es machen. Das ist viel greifbarer für die Fans. Und wenn dann noch die Fahrer natürlich aus dem echten Motorsport die Brücke schlagen und da wie auch heute ein Rennen zusammenfahren, ist mega cool und macht jedem, denke ich, extrem viel Spaß. In der Formel E war es Teil der Vorbereitung. Natürlich, weil man die Strecken nicht direkt kannte, haben wir viel im Simulator gesessen. Aber generell, glaube ich, so ein bisschen zum Spaß haben, ist Simracing auf jeden Fall cool. Aber natürlich auch zum Vorbereiten. Es hat so ein zweiständiges Schwert. Strecken, auf denen man vielleicht noch nie war oder wenig fährt, nehmen es schön als Vorbereitung. Ansonsten fehlt ein bisschen die Zeit, gerade im Sommer. Aber gerade im Winter, wenn man dann noch mal irgendwie online gegen die Jungs zockt und zusammen ein paar Stunden verbringt, dann ist es doch immer sehr, sehr lustig, entertaining. Und ja, es ist wie früher ein bisschen Kart fahren, kommen wir gegen Kart fahren. Ich glaube, dieselbe Energy jetzt dann beim Sim fahren. I think you can do the sim driving and go into real racing. I actually did a bit of karting and sim driving and then went into car racing, so I'm a bit of a hybrid, let's say. But I know plenty of very good drivers that have come from sim racing, and yeah, I think it's a good route. I think
you need to learn how to race in a real car. You know, in the proximity, being close to other drivers at 150 miles an hour, then that's a little bit different to the sim. You can't just press the reset button. Das heißt nicht immer, dass du als schneller Sim-Fahrer oder das, was du im Simulator tust, auch gleichzeitig auf der Rennstrecke passiert oder auch funktioniert. Da musst du immer ein bisschen separieren. Vielleicht dein Auto eher, wenn du es als Vorbereitung nimmst, eher so abstimmen, auch im Simulator, dass du sagst, es fühlt sich der Realität doch entsprechender an. Ist vielleicht da ein paar Zehntel langsamer, aber für dich als Rennfahrer vor Ort bringt es letzten Endes ein bisschen mehr. I think the accuracy they developed with the simulator and the driving style is very good. Also Raceroom hat ein extrem weites Spektrum. Ja, es gibt extrem viele Strecken. Ich glaube, es ist die einzige Simulation, wo es in Sachsenring tatsächlich gibt. Von dem her bin ich als Fahrer da extrem dankbar für, weil ich es auch nutzen kann, um mich fürs echte Fahren vorzubereiten. Yeah, I think there's a lot of good car models on there. You know, they have the latest models, I think, normally, and then the latest tracks as well. It's laser scans, so yeah, you can learn the tracks very accurately and yeah, get a good feeling of where you're going when you go to a new circuit. So I use it mostly for that, and then some other little bits as well.